Hallo und herzlich willkommen bei Nachtvorlesung nachgefragt. Liebe Zuschauer, heute beschäftigen wir uns mit einer sehr weit verbreiteten Problematik, mit Hörstörungen bzw. mit Taubheit. Bei diesen Problematiken gibt es jetzt ganz neue Ansätze der Behandlung, nämlich mit einem sogenannten Cochlea-Implantat. Was sich genau hinter dieser Innovation verbirgt, möchte ich heute herausfinden und dazu habe ich mir eine richtige Expertenrunde zusammengestellt. Diese besteht aus 4 Chefärzten der Asklepios-Kliniken in Hamburg in des Bereiches Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Kopf- und Halschirurgie und plastische Chirurgie. Ich begrüße ganz herzlich die Chefärzte Professor Grundmann aus der Asklepios-Klinik Altona, Herrn Professor Meyer von der Asklepios-Klinik St. Georg, Herrn Professor Ferse aus der Asklepios-Klinik Harburg und Herrn Dr. Külkens aus dem Asklepios-Kopfzentrum Nord. Schön, dass Sie da sind. Ja, ganz am Anfang gefragt, Herr Professor Grundmann, was ist ein Cochlea-Implantat? Ja, ein Cochlea-Implantat ist eigentlich ein Hörgerät, welches unter Umgehung der eigentlich normalen Schallübertragungsstrukturen im Ohr, nämlich dem Trommelfell, den Knöchelchen, also der Hörkette und den Haarzellen in der Schnecke, den Schall direkt auf den Hörnerven in der Hörspirale, in der Hörschnecke überträgt. Dies geschieht über einen Prozessor, der hinter dem Ohr angebracht ist und wird dann über das implantierte Teil, welcher in dem Knochen unter dem Ohr liegt, dann direkt an den Hörnerven herangebracht. Vielleicht kann Herr Professor Meyer da ansetzen und uns erklären, aus wie vielen Teilen so ein Cochlea-Implantat besteht. Es gibt grundsätzlich immer 2 Teile. Das sind implantierbares Teil. Wir haben da mal eins mitgebracht. Ich glaube, mir das mal vorzunehmen. Das ist eine Spule, die implantiert wird. In der Regel hinter dem Warzenfortsatz, hinter dem Ohr liegt es. Hier drunter und die Elektrode führt dann unter dem Ohr zusammen nach vorne in die Schnecke hinein, in dem Fall hier hinein und geht dann über die Spirale meistens fast durch. Und ein zweites Teil, das extern ist, das ist jenes Teil hier, das ist ein Audioprozessor zum einen und hier ein Magnet mit einer Spule, über den elektrische Impulse dann über Magnetismus übertragen werden auf die Spule und schließlich dann die elektrischen Impulse auf den Hörnerven abgibt über die ganz verschiedenen Elektroden, die man da hat. Und dadurch kann man, weil es eben verschiedene Töne gibt, die tiefen und die hohen Töne, die Tiefen in der Spitze der Schnecke und die hohen Töne am Anfang der Schnecke, kann man dann entsprechend auf verschiedene Frequenzen abbilden darüber. Herr Professor Ferse, für wen ist dieses Cochlea-Implantat besonders gut geeignet? Also grundsätzlich ist es geeignet für Patienten, die taub oder annähernd taub sind. Das heißt Patienten, die so wenige Hörreste haben, dass sie mit konventionellen Hörgeräten nicht mehr sinnvoll verstärkt werden können. Und zum Zweiten gibt es natürlich gewisse anatomische Voraussetzungen. Das heißt, der operative Zugangsweg muss möglich sein. Die Hörschnecke selber muss flüssigkeitsgefüllt sein, damit die Elektrode eingebracht werden kann. Und das Wesentliche, der Hörnerv selber muss noch funktionsfähig sein. Und was gibt es für Risiken und Nebenwirkungen, Professor Köln? In der Regel ist das eine unkomplizierte Operation. Professor Ferse hat schon von den anatomischen Voraussetzungen gesprochen. Da gibt es immer Varianten in der Natur, wo man vorher aber eine gute Bildgebung hat, sodass man da sagen kann, das Ohr kommt in Frage, es ist eine normale Schnecke angelegt, sonst gibt es da anatomische Varianten. Dann ist ein Punkt, dass sich so ein Implantat natürlich infizieren kann. Dafür werden die Patienten vorher auch geimpft bezüglich bestimmten Infektionen. Und dann kann sich das Implantat auch sonst abstoßen. Das sind aber ganz sehr seltene Voraussetzungen und Begebenheiten, die dort eintreten können. Taubheit betrifft ja jetzt nicht nur ältere Menschen, sondern auch teilweise Kinder. Kann man solche Operationen auch bei Kindern durchführen? Das geht selbstverständlich auch. Ideal ist natürlich, wenn die Kinder vor dem Spracherwerb ein solches Gerät bekommen, damit sie auch Sprache lernen können, damit man sozusagen einen Input gibt an sensorische, um den Kindern den Spracherwerb und damit das Hören auch zu ermöglichen. Nach dem Spracherwerb, also später, Kinder, die also früher taub sind, haben es dann schwerer, so dann noch eine Sprache zu lernen, dann ist es umstritten, so ein Gerät einzupflanzen. Was sind da so im Vergleich jetzt zu Alternativen und zum Hörgerät, was sind da so die besonderen Vorteile? Ja, ein Hörgerät hat eine bestimmte Verstärkungsleistung, die eben nur ausreicht, um Hörverluste bis zu einer bestimmten Grenze abzupuffern. Meistens, wenn man es prozentual aufwiegen möchte, so zwischen 60% ungefähr. Wenn man 60% Hörverlust hat, dann schafft ein externes Hörgerät noch die Leistung, das zu übertragen, dass der Patient wieder hören kann.
Und beim Cochlea-Implant ist es halt so, die haben halt den Vorteil, dass sie bis 110% gehen können, das heißt sogar bis Maximum hinaus. Und damit eben auch dann den Tauben oder den fast tauben Menschen zum Hören verhelfen kann. Und der einzige Unterschied ist natürlich, dass das Cochlea-Implant im Innenohr liegt. Das ist also sozusagen eine Innenohrhörprothese. Wenn ein externes Hörgerät eben, wie es der Name ja schon sagt, hier im äußeren Gehörgang angebracht ist und Schall einfach nur verstärkt und verstärkt überträgt auf den schallleitenden Apparat. Wir haben das jetzt schon angesprochen, es ist ja eine sehr weit verbreitete Problematik. Wie viele Menschen sind taub in Deutschland? Haben Sie da vielleicht so eine ungefähre Zahl? Das sind ungefähr 2 Millionen. Ungefähr 2 Millionen. Ja. Und wie häufig setzen Sie so ein Cochlea-Implantat ein? Wir rechnen damit, dass wir im Hamburger Umfeld etwa 200 Hörgeräte aufwärts, also das Cochlea-Implants aufwärts pro Jahr anfangen sollten. Das liegt vor allen Dingen daran, dass eben nicht nur taubgeborene Kinder versorgt werden, sondern vor allen Dingen die Indikation auf einseitige Taubheit und auch auf ältere Menschen ausgedehnt wird. Also das wird deutlich zunehmen. Ja, Dr. Kückens, Professor Ferse hatte ja gerade das angesprochen mit diesem einseitigen Hörverlust. Können Sie uns dazu noch ein paar Worte sagen? Ja, das ist das, wo die Indikation mehr und mehr gestellt wird. Früher hat man eine einseitige Taubung als schicksalhaft angesehen. Der Patient oder der Mensch musste damit leben. Heutzutage weiß man, dass man die Patienten damit implantieren kann. Sie haben ein beidseitiges Richtungshören. Die Patienten fühlen sich viel wohler in ihrer Umgebung, haben nicht mehr die Störgeräusche. Und das ist einfach eine Indikation, die zunehmend gestellt wird und die auch von den Krankenkassen akzeptiert wird. Und wie ist es jetzt, also wir haben jetzt schon über viele jüngere Patienten gesprochen, auch Kindern, denen Sie solche Cochlea-Implantate einsetzen. Wie ist es bei älteren Patienten? De facto ist es so, dass die Patienten mit dem Cochlea-Implant im Durchschnitt immer älter werden. Also ich überblicke einige Patienten, die über 80 sind und dann mit einer Ertaubung letztlich wieder rehabilitiert werden konnten. Es ist keine besonders schwierige Operation, die sich deutlich eine gute Stunde machen lässt. Und wie Herr Kückens vorhin schon sagte, wenige Komplikationen macht. Und es ist nach 4 bis 6 Wochen wird das Gerät angeschaltet und ist heute eigentlich Standard, dass diese Menschen dann nach wenigen Wochen Rehabilitation wieder telefonieren können. Das ist sehr segensreich und bewahrt ältere Leute vor der Isolation. Ja, Sie haben gerade gesagt, bewahrt ältere Leute vor der Isolation und auch generell kann man sich ja vorstellen, dass wenn man nicht gut hören kann, die Gefahr, sich vielleicht zu verletzen, zu fallen, nicht den Verkehr zu hören zum Beispiel, dass sowas problematischer wird. Könnten Sie uns dazu noch ein bisschen was sagen? Ja, in der Tat ist das so. Es gibt eine Studie, die unser Berufsverband gemacht hat 2010, 2011 und dabei ist herausgekommen, dass Patienten mit Schwerhörigkeit, also nicht nur Taubheit, aber auch Schwerhörigkeit, Taubheit im Besonderen, deutlich mehr Unfälle haben, weil sie eben Warnsignale nicht wahrnehmen können zum einen und zum anderen, dass sie dadurch, dass sie eben mit der Umwelt nicht interagieren können häufig und nur über Schreiben interagieren können, dann auch vereinsamen oder Depressionen vermehrt leiden und aber auch die Demenz deutlich vermehrt zu finden ist bei Leuten, die schwerhörig sind. Das ist auch ganz logisch, denke ich, wenn man sich überlegt, heutzutage gibt es ja viele Modelle, so, mit denen man trainiert, das Hirn trainieren soll regelmäßig und wenn man das nicht tut, weil man es nicht kann, durch Umwelt oder durch schlechtes Hören, ist es natürlich klar, dass das auch deutlich schlechter werden kann als bei dem Vergleichskollektiv. Was für Rückmeldungen bekommen Sie von Patienten mit einem Cochlea-Implantat? Also die Patienten sind größtenteils sehr zufrieden. Es ist für sie natürlich erstmal neu, gerade wenn sie lange taub waren. Das ist erst ein elektrischer Reiz. Sie müssen neu hören lernen. Wie man eine Sehschule hat, müssen sie auch neu das Hören erlernen und sich darauf einstellen. Aber die Ergebnisse sind sehr gut. Wir hatten jetzt einen, der war sogar Analphabet. Der ist wieder mitten im Leben. Der war vorher sehr isoliert. Und können Sie, ja, Herr Dr. Kückens hat jetzt schon gerade so einen Fall geschildert, können Sie vielleicht auch noch, Sie drei, noch mal einen Fall schildern, wo Sie ein solches Implantat eingesetzt haben und mit was für Ergebnissen? Wir haben bisher indiziert, aber ich würde sagen, wir haben einen Patienten, einen Busfahrer, der durch einen schweren Hörsturz ertaubt ist auf einem Ohr. Das ist gerade mal ein halbes Jahr her. Das heißt, alle Haarzellen der Schnecke sind wahrscheinlich weg und der ist ideal für so ein Implantat. Das heißt, der kann wieder sowohl privat als auch beruflich rehabilitiert werden. Das ist also ein idealer Fall. Der Mann ist noch voll berufstätig, der ist jung. Und der wird demnächst implantiert. Sehr schön. Ich würde sagen, Kinder sind natürlich auch eine der Patientengruppen, die in Frage kommen. Eigentlich sind das sogar die ersten gewesen, die in Frage gekommen sind. Damals, als das empfunden worden ist und den Einzug gehalten hat in den 80er Jahren.
Und da habe ich auch schon Erfahrung mit sammeln dürfen. Das ist auch sehr schön, vor allem wenn die Kinder ja nicht hören können, leben sie ja quasi autistisch. Nicht? Also wenn man nicht hören kann, trennt das von den Menschen, das muss man ganz klar so sagen, weil man ja eigentlich nicht am Leben teilnehmen kann. Und Kinder gerade im Besonderen können sich nicht entwickeln, keine Sprachentwicklung richtig machen, dann nicht am Leben teilnehmen, nicht richtig groß werden, keine Freunde finden richtig, das ist schon ein Problem. Und wenn man ein Kind mit Cochlea-Implant operiert, dann haben die sehr schnell und sehr schön, machen sie sehr gute Fortschritte und können dann sehr schnell auch zurück. Es ist sogar gezeigt worden, dass Kinder, vor allem wenn sie implantiert werden, auch jüngere Kinder, ungefähr ein doppeltes Tempo an Lerngeschwindigkeit haben, verglichen mit dem normalen Kind. Also das ist eine sehr schöne Sache und man hat dann auch eben sehr gut und sehr schnell Erfolge. Und für das Kind, wenn es sich rechtzeitig implantiert wird heutzutage, um ein Jahr ungefähr macht man das in der Regel, wenn es klar ist, dass es taub ist, kann es sich bis zur Schulzeit ganz normal entwickeln. Also es wird ein ganz normales Leben führen mit allen Möglichkeiten, die man hat mit Hören. Schön. Ja, dann vielleicht in Ergänzung, ein Kind mit einer einseitigen Taubheit. Ich habe einen jungen Patienten behandelt, 10 Jahre alt, der am Schulhof geschubst wurde, unglücklich in die Hecke gefallen ist und dann hat das sein innerstes Gehörknöchelchen in das Innenohr hineingedrückt und in der Folge ist der Junge ertaubt. Man braucht zwei Ohren, einerseits fürs Richtungshören und zum anderen für die Verständigung im Störlärm. Das ist ganz entscheidend, also auch wenn er weiter hinten sitzen möchte in der Klasse. Und wir haben ihn mit Cochlea-Implant versorgt und nach erfolgreicher Rehabilitation benutzt er das Gerät jeden Tag. Und was ich besonders beeindruckend fand, weil der Höreindruck zunächst mal ein anderer ist als mit einem gesunden Ohr, ist, dass der Junge mir gesagt hat, er glaubt, die Stimme seiner Mutter nur mit dem Cochlea-Implantat versorgten Ohr aus anderen Stimmen heraus erkennen zu können. Und wenn ein Kind so ein Gerät jeden Tag benutzt, trotz der möglichen Nähseleien, dann können Sie davon ausgehen, dass er davon nennenswert profitiert. Herzlichen Dank Ihnen allen für dieses sehr informative Gespräch. Jan, Ihnen, liebe Zuschauer, auch ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir denken, wir konnten Ihnen nun die Innovation Cochlea-Implantat ein wenig näher bringen. Jetzt sind wir am Ende der Sendung. Wir freuen uns, wenn Sie auch bald sich wieder reinklicken, hier auf www.asklepios.com oder auch auf YouTube. Tschüss und auf Wiedersehen. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zur Nachtvorlesung Nachgefragt. In der heutigen Ausgabe steht das Thema Demenz im Vordergrund. Und dabei geht es nicht genau um die Betroffenen selbst, sondern um die Angehörigen, die häufig die Pflege übernehmen. Die damit verbundene Verantwortung kann zu einer großen Herausforderung werden. Wie Sie dem Erkrankten und aber auch sich selbst am besten helfen, das wollen wir in dem heutigen Gespräch klären. Und dazu habe ich mir wieder eine Expertin eingeladen. Das ist Frau Dr. Ann-Kathrin Meyer. Hallo, schön, dass Sie da sind. Danke für die Einladung. Sie sind ja in der Geriatrie die Chefärztin der Asklepios Klinik Wandsbek und können uns sicher ein bisschen erklären, was ist Demenz genau und warum haben so viele Menschen Angst vor dieser Krankheit? Angst vor der Erkrankung haben wir, weil wir bei dieser Erkrankung, die wir als Mediziner noch nicht heilen können, die große Sorge haben, unser Ich zu verlieren, unsere Kontrolle über uns selbst. Wenn die Hirnleistung schwindet und man im Gedächtnis schlechter wird, in der Konzentration, in der Aufmerksamkeit und man merkt, dass die ganzen Abläufe, das Tägliche nicht mehr so gut funktionieren oder womöglich gar nicht mehr funktionieren, dann ist das sehr bedrängend, weil das sehr existenziell ist und man wirklich Sorge hat, sich selbst zu verlieren. Was für Symptome neben der Hirnleistungsstörung können dann noch auftreten? Das sind die ganzen Verhaltensauffälligkeiten und Veränderungen, die auftreten können. Und die sind häufig sogar belastender als das reine Gedächtnis, sich nicht erinnern können, konzentrieren können. Wenn jemand zum Beispiel, der immer sehr gesellig war, plötzlich gar kein Interesse mehr hat, sich total zurückzieht, apathisch wird, antriebslos wird und immer nur angehalten werden muss, doch mal irgendwas zu machen. Oder auch die andere Seite, dass Menschen plötzlich sehr aggressiv werden, sehr aufbrausend werden, sehr herrisch werden.
Und ein weiterer Punkt, der eben ja auch bedrohlich erscheint, wenn dann plötzlich Halluzinationen auftreten. Wir hatten vor gar nicht langer Zeit, haben Angehörige erzählt, alles Krokodile im Schlafzimmer zum Beispiel. Das ist wirklich nicht mehr nett. Da bricht Panik aus, da ist Angst dabei. Und man kann eben, wenn jemand solche Dinge sieht, die nicht da sind, kann man diese Menschen auch durch gute Worte schlecht oder gar nicht überzeugen, dass es an dem nicht so ist. Wie viele Menschen leiden darunter? Also bundesweit gibt es Zahlen, die so um 1,5 Millionen liegen. Ich glaube, es gibt viele Menschen, die auch diese Diagnose nicht erhalten haben, sodass es eine hohe Dunkelziffer gibt. Und in Hamburg geht man von ca. 25.000 betroffenen Menschen aus, die diese Diagnose eben auch haben. Oh, das ist ja eine ganz schön große Anzahl. Ja. Wie früh kann man das denn diagnostizieren, die Krankheit? Was sind so die ersten Vorboten? Die ersten Erscheinungen, die so auftreten, ist eben häufiges Vergessen, Verlegen von Dingen, nicht wiederfinden, immer wieder erinnert werden müssen, das sollte doch noch gemacht werden, häufiges Nachfragen, sich selbst rückversichern müssen, weil man einfach die Dinge nicht mehr behalten kann. Das steht häufig zu Anfang. Und dann wird es, bevor man dann auch zu dieser Diagnose kommt, so stark, dass man selbstständig seine Lebensführung nicht mehr gut hinbekommt, dass man wirklich Hilfe braucht für die Dinge des täglichen Lebens, diese zu regeln. Ich stelle mir das so bei der Erkennung erstmal schwer vor, weil ja Altern auch ein Prozess ist, der mit der Einschränkung von kognitiven, sozialen, psychischen Fähigkeiten auch einhergeht. Macht es auch so schwierig, genau, weil ein bisschen von dem erscheint ja auch in gewisser Weise normal altersbedingt, aber eben nur ein klein wenig. Es gibt auch so Aussagen wie mit 70 denkt man nicht mehr ganz so schnell wie mit 17, aber man kann und sollte eben trotzdem zum guten Ergebnis kommen. Und wenn es eben am Ergebnis hadert und man sich da nicht mehr auskennt, nicht zurechtfindet, dann ist das nicht normal. Also an sich behalten wir unsere geistige Leistungsfähigkeit durchaus. Man muss aber sagen, dass diese Demenzerkrankung ganz klar altersbezogen ist. Ab 60 ungefähr 1%, also einer letztendlich von 100, das ist nicht wenig, weil mit 60 soll das Leben eigentlich so ein zweites Mal noch starten. Ja. Und dann so ab 80, 85, 20%, 25%.